I am the Jochen and this is the Frühsport für Montag, den 26. Juli 2021. Schönen guten Morgen. Olympia machen wir gleich. Wir fangen an mit ganz frischem Fußball aus der Nacht. Gold Cup, die beiden Viertelfinals, die noch ausstanden. Kanada gewinnt 2-0 gegen Costa Rica und die USA schlagen Jamaika mit 1-0 durch ein Tor von Schalkes Matthew Hoppe. Schöne Sache, Glückwunsch an ihn und an die USA, die damit im Halbfinale auf Katar treffen. Zweites Spiel Kanada gegen Mexiko, Donnerstagnacht. Wird hier weitergespielt bei diesem Turnier. In der zweiten Liga haben wir jetzt einen endgültigen Tabellenführer nach dem ersten Spieltag, genauer gesagt zwei, denn sowohl Dresden als auch der FC St. Pauli haben jeweils ihre Auftaktpartie mit 3-0 gewinnen können. St. Pauli gestern mit 3-0 gegen Kiel erfolgreich. Außerdem Düsseldorf gut gestartet, 2-0 gegen Sandhausen und Nürnberg-Aue war am Ende ein 0-0. Heute gibt es keine zweite Liga und das ist besonders, denn zum ersten Mal seit zig Jahren gibt es kein Montagsspiel mehr. Das hat sich ja geändert. Das heißt, die zweite Liga haben wir dann erst wieder ab Freitag hier auf den Schirmen. Dritte Liga gibt es auch einen Tabellenführer, der heißt Hallescher FC. Gestern konnte den keiner mehr übertrumpfen. Viktoria Berlin gewinnt 2-1 gegen Viktoria Köln, wird sich trotzdem freuen. Ferl und Türgücü trennen sich 0-0. Und heute gibt es zum Abschluss ein Montagsspiel. In die dritte Liga hat es behalten. Das wird natürlich noch viel exklusiver jetzt werden. 19 Uhr auf Magenta Sport gibt es, also da hauen sie aber wirklich jetzt hier die Krache raus. Freiburg 2 gegen Wien Wiesbaden. So. Das ist das einzige Live-Event heute ohne Olympia. Aber man kann ja Olympia gucken. Beim Darts gab es den Abschluss des World Matchplay gestern und da hat Dimitri Vandenberg, der Titelverteidiger, nicht seinen Titel verteidigt, denn er hat verloren 9-18 relativ klar gegen Peter Wright. Der Schotte damit zum ersten Mal World Matchplay Champion. Er war schon mal im Finale 2017, da hat er gegen einen gewissen Phil Taylor verloren. Aber jetzt also auch das erste Mal, dass Peter Wright hier erfolgreich ist. Glückwunsch auch an ihn. In der Formel E können wir gleich weiter nach Großbritannien gratulieren. Hat gestern Alex Lynn gewonnen, den E-Prix von London, den zweiten. Den ersten am Samstag gewann Jake Dennis. Und in der Gesamtwertung der WM bleibt es spannend in der Formel E. Zwei Holländer liegen jetzt vorne. Nick de Vries ist erster mit 95 Punkten. Robin Freins zweiter mit 89, also 6 Punkte Abstand. Der bisherige führende Sam Bird ist zurückgefallen auf Platz 3 mit 81 Zählern. Und das Finale der Formel E dann am 14. und 15. August in Berlin mit den letzten beiden Rennen. Wir schaffen die European League of Football, da ist Halbzeit. 5 Spiele hat jedes Team absolviert, 5 kommen noch und da lohnt es sich mal zu gucken, wie es denn steht. 2 Vierergruppen haben wir, die ersten beiden kommen jeweils in die Playoffs. Im Norden ganz klar vorne die Hamburg Sea Devils mit 5-0 Siegen, tolle Bilanz, Top-Favorit muss man momentan sagen. Auf Platz 2 die Breslauer Panther mit 3-2 Siegen. Auch die momentan klar auf Playoff-Kurs, denn die anderen beiden in der Gruppe Berlin und Leipzig jeweils 1-4 hängen doch ein bisschen dem Feld hinterher. Im Süden ist etwas spannender. Frankfurt Galaxy vorne mit 4-1. Die eine Niederlage, die sie haben, war gegen Hamburg. Den Tabellenführer aus dem Norden. Und 2-3 haben gestern gespielt. Dabei haben die Cologne Centurions gewonnen gegen Stuttgart Search. Und damit ist jetzt auch Köln Zweiter mit 3-2 und Stuttgart Dritter mit 2-3. Aber das kann auf jeden Fall noch kippen. Und auch Barcelona hat ja zum ersten Mal jetzt gewonnen. Letzter sind sie zwar in der Gruppe mit 1-4, aber noch nicht aus dem Rennen. So, wir kommen zu Olympia und ich mache es wieder so, dass erstmal der Vorblick auf die Highlights des Tages kommt und dann gibt es den Spoiler-Alarm und dann erzähle ich, was heute Nacht noch so los war. So, was haben wir denn jetzt gerade? Es läuft Tennis im Moment mit Alexander Zverev, nachher dann weitere Deutsche im Einsatz. Genau, Anfangszeit im Tennis ist ja immer ein bisschen schwierig, einfach reingucken würde ich sagen. Struff spielt nachher gegen Djokovic, das kann man vielleicht noch herausheben. Wird eine Herausforderung für ihn. Nee, verraten darf ich noch nichts, genau. Dann wird gesegelt heute, wieder in verschiedenen Bootsklassen, unter anderem auch mit deutscher Beteiligung. Beim Schießen stehen die Skeet-Entscheidungen auf dem Programm, im Tontauben-Doppelschießen, ne, wo da immer so mehrere Ziele auch rausgeflogen kommen. Judo wird gekämpft, auch hier mit deutscher Beteiligung. Dann haben wir Tischtennis, da geht es um 7.30 Uhr unserer Zeit los, unter anderem mit Timo Boll und Patricia Soglia. Es wird gefochten, Florett der Männer, wie es da steht, sage ich gleich. Kanuslalom, da haben wir zwei Deutsche, nämlich Tasiadis und Funk in den beiden Entscheidungen mit drin, da können es Medaillen geben. Mountainbike wird die Entscheidung also Kanuslalom ab 7, Mountainbike wird um 8 Uhr gestartet. Da die Entscheidung heute bei den Männern, auch hier mit deutschen Teilnehmern.
Dann gibt es im Judo die Medaillenentscheidungen ab 10 Uhr. Badminton wird weitergespielt. Ja, Rugby wird, es wird alles ja wieder gespielt. Aber was haben wir aus deutscher Sicht noch? Fechten, vielleicht mit deutschen Chancen. Wie gesagt, bis gleich. Turnen, das ist vielleicht noch erwähnenswert. Es gibt die Mannschaftsentscheidung heute bei den Männern ab 12 Uhr unserer Zeit. Dann gibt es wieder um 12 Uhr auch Vorläufe im Schwimmen. Beachvolleyball gibt es um 13 Uhr mit der deutschen Kombination Ludwig Kosuch in ihrem zweiten Vorrundenspiel. Und aus Mannschaftssicht habe ich hier noch ein Hockeyspiel. Um 14 Uhr spielen die Hockeyfrauen gegen Indien. Das ist dann wahrscheinlich so der Abschluss des Tages aus deutscher Sicht. Und jetzt möchte ich gerne spoilern. Deswegen, wer nicht gespoilert werden möchte und noch Livestreams nachgucken will, schön, dass ihr dabei wart. Heute Abend dann Tag 3 kompakt. Später als sonst, ich sagte es bereits, weil ich erst später heimkommen werde. Und morgen dann wieder der normale Frühsport. Also hier dranbleiben für die Spoiler der Nacht. Tada, hier sind sie. Im Badminton gerade eben zu Ende gegangen. Leider das Aus für Marc Lambsfuß und Isabel Hertrich. Die haben ihr drittes Gruppenspiel verloren und sind damit auch aus der Gruppe ausgeschieden. Ebenso wie Yvonne Lee. Die hat bereits in der Nacht verloren. Auch ihr zweites Gruppenspiel und ist damit ebenfalls draußen. Was willst du machen? Keine Medaille gab es für die deutschen Triathleten. Beide am Ende doch, ja, Schomburg und Nieschlag, 38. und 40. Nicht so dolle gelaufen. Ne? Gold gab es, überraschend muss man sagen, für den Norweger Christian Blumenfeld, Silber für Alex Yee aus Großbritannien und Bronze für den Neuseeländer Hayden Wild. Das freut ihn natürlich, da bin ich mir recht sicher. Im Schwimmen gab es einen sechsten Platz für Isabelle Marie Gose, die ist Sechste geworden über die 400 Meter Freistil. Glückwunsch auch zu diesem guten Ergebnis. Ausgeschieden sind im Halbfinale Anna Elend über 100 Meter Brust und Marek Ulrich bei 100 Meter Rücken der Männer. Habe ich erwähnt, dass die Maus hängt? Habe ich, glaube ich, schon gestern. Aber das wird sich sobald nicht mehr ändern. Dann gibt es, was haben wir noch alles erlebt heute Nacht? War ja wieder eine Menge los. Zum Beispiel gab es Handball und da haben die deutschen Handballer ihr zweites Gruppenspiel gewonnen gegen Argentinien. Das ist schön, damit wieder voll im Rennen jetzt. Die Handballer, die Hockeyspieler haben hingegen verloren gegen Belgien ihr zweites Gruppenspiel. Das ist natürlich nicht so schön, aber so ist das nun mal. Ebenfalls verloren. Also 1-3 ging das Hockeyspiel aus. Sude Borger im Beachvolleyball verlieren ihr zweites Gruppenspiel gegen die kanadische Kombination Pavan Melissa. Das tut natürlich weh, weil die schon mal eins verloren haben. Sie sind noch nicht draußen, muss man auch dazu sagen. Es ist ja ein System, wo die Gruppen Dritten auch noch weiterkommen können. Da müssen sie jetzt aber ordentlich was zeigen, weil sie halt ihre beiden Spiele bisher doch recht klar verloren haben. Das gibt mir so ein bisschen zu denken. Im Fechten, jetzt darf ich es auch sagen, die deutschen Florettfechter ziemlich gut unterwegs. Es ist zwar Benjamin Kleibring bereits ausgeschieden, aber Peter Joppich und Andrej Sanita sind noch dabei. Joppich steht schon im Achtelfinale, da möchte Sanita noch hin. Der kämpft jetzt gerade gegen Italiener Focconi. Wahrscheinlich schon vorbei, wenn ihr das Video seht, aber jetzt gerade, wo ich es aufnehme, läuft es noch. Ich schaue gleich an, wie es ausgeht. Joppich dann nachher um 14:25 in seinem Achtelfinale. Gegen, steht auch schon fest, den Tschechen Čupinić. Haben wir das auch geklärt? Handball habe ich gesagt, Hockey habe ich gesagt. Da ist noch los. Theresa Stoll ist leider ausgeschieden im Judo gegen Eteri Lipartelliani aus Georgien. Das ist schade. Und Igor Wandke ist leider auch ausgeschieden gegen Kimatilok Turaev aus Usbekistan. Ich habe es bestimmt wieder falsch gesagt. Entschuldigung. Ja, dann gab es eine Menge Rugby-Spiele. Es wird weiter gesegelt. Tolles Ergebnis für Philipp Buhl, der hier weiter, oder ist weiter, der jetzt wieder gut im Rennen liegt, so muss man sagen, ist Zweiter geworden im zweiten Rennen. Gestern war er nur Zehnter, aber er hat sich da also ganz gut erholt. Dritte Rennen läuft gerade und dann geht es auch die Damen nachher noch mit dem Laser Radial Race, auch da ja mit deutscher Beteiligung. Im Schießen der Skeet-Schützen und Schützinnen hat sich Nadine Messerschmidt fürs Finale der besten sechs qualifizieren können. Herzlichen Glückwunsch dazu. Die wird nachher antreten um 14 Uhr, 7:50 Uhr. Oh, habe ich gerade gesagt, 14:25 Uhr oben, das war Quatsch, das war ja die Tokio-Zeit. Also im Fechten 7:25 Uhr ist Joppich dran. Und um 7:50 Uhr ist das Finale im Skeet der Frauen beim Schießen. Hups, da muss ich aufpassen.
Im Skateboarden gab es wieder Medaillen und zwar wieder für Japan. Momiji Nishiya gewinnt im Streetboarden der Frauen vor Raissa Leal aus Brasilien und Funa Nakayama ebenfalls Japan. Dann gab es im Schwimmen einen Haufen Medaillen. Margaret McNeil bei den Frauen 100 Meter Schmetterling vor China und Australien. Ich nenne jetzt nicht jeden einzelnen Schwimmer, ich sage nur die Nation, glaube ich, und den Sieger ausführlich. Adam Peaty holt sich Gold über 100 Meter Brust bei den Männern vor Niederlande und, ne, ich sag komm, Kaminga Niederlande und Martin Enghi aus Italien. Und bei den Frauen vorhin war Yufei Zhang auf Silber und Emma McKeown auf Bronze für Australien. 400 Meter Freistil, Gold für Ariane Titmus aus Australien, Silber nur für Kathy Ledecky. Vielleicht ein bisschen überraschend, die hatte man da sicherlich favorisiert gesehen. Und Bingjie Li aus China gewinnt hier Bronze. Und dann gab es natürlich noch die 4x100 Meter Freistil-Staffel der Männer. Viel Primborium, am Ende gewinnen dann doch die USA relativ klar. Vor Italien und Australien. Dann heute Abend, Schrägstrich Nachmittag, eben wie schon erwähnt, weitere Vorläufe. Tischtennis habe ich schon angekündigt, kommt gleich. Dann gucken wir mal kurz noch zum Tennis rüber. Da hat Alexander Zverev den ersten Satz gewonnen gegen Daniel Galan aus Kolumbien. Das Spiel geht aber noch weiter. Und Annalena Friedsam ist ausgeschieden gegen Paljutschenkova, hat sie keine Chance gehabt. 1-6, 1-6, das war ein klares Ding. Muss man fairerweise so sagen. Triathlon hatten wir und ansonsten den Rest machen wir dann heute Abend, würde ich sagen. Wird schon zu lang hier. Also heute Abend schon erwähnt, der Tag 3 Kompakt wird erscheinen später. Ich weiß nicht wann, ihr werdet sehen, wenn es irgendwann dann da ist. Hier nochmal der Hinweis natürlich, wer informiert werden möchte, wenn das Video da ist, gerade in diesen Olympiawochen vielleicht, abonniert doch den Kanal oder drückt auf das Glöckchen, dann kriegt ihr eine Push-Nachricht, wenn ich was hochgeladen habe und dann wisst ihr, jetzt lohnt es sich reinzugucken. Ich freue mich aber generell, wenn ihr hier reinguckt, immer wieder schön, dass die Videos doch immer wieder so 40, 50, 60 Aufrufe haben oder was auch immer, manchmal sogar noch mehr. Empfehlt es gerne weiter, wenn ihr Leute habt, die arbeiten müssen, die in Urlaub sind, die was auch immer nicht so viel mitkriegen von Olympia. Vielleicht ist das eine ganz gute Gelegenheit, hier auf dem Laufenden zu bleiben, wenn man jetzt nicht immer irgendwie in die Mediatheken gehen möchte und so und nicht so viel Zeit hat.